Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Civilization 6 als Nadashar von Persien. Und endlich sind wir durchgebrochen durch die Defensive der Khmer. Es hat lang genug gedauert, aber jetzt ist es, glaube ich, relativ gut möglich. Was ich gerne noch machen würde, wäre hier eigentlich zu konvertieren. Aber der Druck ist so groß, dass das wohl nicht mehr klappen wird. Aber wir können, denke ich, wenn wir unsere Einheiten geheilt haben, Angkor-Thom einnehmen. Es wird nicht das leichteste Unterfangen, weil er hier komplett um Angkor Thom rum Wälder gelassen hat. Na toll. Naja, aber wir können versuchen reinzurennen. Wie sieht es eigentlich mit einem großen General aus? Nö, das wird wohl nichts, dieses Spiel. Tja, die Schweden hier drüben haben wir soweit in Ruhe gelassen. Und den Handwerker hier bauen wir auch noch fertig. Wir gehen dann mal in die nächste Runde. Es ist auf jeden Fall nicht so ein smoother Verlauf wie in den Spielen davor, aber ich glaube, es ist okay und wir können gleich mit Monty eine Allianz machen. Das ist mein Ziel. Oh, wow. Da kam der Ritter hier drüben. Monty, wie sieht es denn aus? Eine Militärallianz. 6 Gold. Okay. Das ist bezahlbar. Möchtest du dann in meinen Krieg mit einsteigen? Nö. Naja. Vielleicht nächstes Mal. Gut, stellen wir uns mal hier noch defensiver hin. Apostel. Ja, du kannst dich nochmal eine Runde heilen. Ach, wir haben Diplomatic Service dann sogar geboostet. Ah, nee, Heaven Alliance. Ah, ja, klar. So, was ist die Religion, die ich haben möchte? Ich denke, wir gehen für Monarchie und Reformed Church. Und werden Monarchie als erstes auswählen. Gut, du hast eine Beförderung, einmal Kommando. Du hast keine Beförderung, der Ritter hat eine Beförderung. Dann ziehe ich dich mal hier rein. Hier können wir auf jeden Fall zweimal schießen. Dann können wir hier zweimal schießen. Ach, dann ist die Einheit schon tot. Dort noch einmal schießen. Du holst dir Charge. Auf dem anderen haben wir, glaube ich, schon Barding. Ja. Macht ihr euch hier bereit. Ich meine, ich könnte hier schon mal vor. Wir werden wahrscheinlich einen Hit abbekommen, aber ich denke, das ist okay. Gut, ihr müsst euch noch ausheilen. Du bist auch am Ausheilen. Hier haben wir den nächsten Handwerker fertiggestellt. Möchte ich noch einen produzieren oder möchte ich noch mal Einheit produzieren? Ah, wir haben jetzt natürlich Trebuchets freigeschaltet. Wir könnten statt Professional Army könnte ich auf. Das ist nur für Kavallerieeinheiten. Das ist nur für Ranged-Einheiten. Ah doch. Nee, Siege? Nee, wir haben nichts für Siege, ne? Cavalry. Wo wird denn Siege geboostet? Gar nicht, wahrscheinlich. Ich spiele nicht so oft für Militärsiege, aber das sollte man vielleicht wissen trotzdem. Ich glaube trotzdem, dass wir vielleicht zwei Trebuchets mal brauchen. Dann nehmen wir die Karte raus und vielleicht den Raid rein, falls wir ein bisschen plündern. Serfdom kann mal raus und ja, Natural Philosophy gibt uns immer ein 5 Wissenschaft. Oder ich gehe für die 8 Gold. Ich glaube, die 8 Gold sind. Ah, ne, dann sind die 15 Gold besser. 15 Größe 8. Gut, versuchen wir es mal mit dem. Wir haben auch noch zwei Gesandte. Ich würde mir gerne einen Gazagam holen. Irgendwann. Oh Gott, wir gehen in Richtung dunkles Zeitalter. Ich meine, ich kann noch ein paar Daser bauen. Das wäre dort drüben nicht schlecht. Und wir können auch noch eine Inquisition und sowas einleiten. Unseren Glauben erweitern. Ich denke, das müssen wir machen. Ein dunkles Zeitalter wäre jetzt
gar nicht gut. Ah, ich habe vergessen. Ah, der kann natürlich da meinen Apostel angreifen. Culture Bombs hätte ich gerne. Und ach, ich will auch meine Religion sterben. Gut, versuchen wir es mal so. Oh, wir haben beides gewonnen. Fantastisch. Der Missionar muss leider zurück. Das war dann scheinbar eine schlechte Idee. Ich kann mir einen Angkor Wat noch ein bisschen gleich kaufen. Machen wir das. Zwei Diplomatie-Siegpunkte wegen der Votes. Dann ziehen wir hier mal vor. Bringen die Battering Ram mit und den Missionar. Ja, weiß nicht. Da können wir nicht viel machen gerade. Ich würde schon gerne noch eine Runde heilen. Andererseits brauche ich auch das Tempo. Muss ich aber noch heilen. Hier die Einheit ist fertig. Das heißt, da können wir nach vorne ziehen. Ja, bringt nichts, wenn ich das weiter kaputt mache. Na gut. So, der Ritter kann noch hier rüber. War das? Der Ritter, nee, angreifen will ich nicht. Schauen wir mal hier rüber. Cherson verliert Loyalität. Okay. Na, mal sehen. Dann denke ich, kann ich hier weitermachen. Zapeter wäre schön. Okay, Gordian kann weiter mit der Hauptstadt handeln. Ich denke mal, ich kaufe mir das Feld 165. Das kostet von der Stadt aus auch 165. So, Bactri. Schwierig. Ich hätte ja eigentlich gerne den Commercial ab hier. Aber ich will nichts kaufen. Warum wachsen wir so langsam? Das stört mich sehr. Das stört mich sehr. Holen wir uns mal noch eine Wassermühle. Armory in 11 Runden. Okay, baue ich. Dann vielleicht hier die Arena, um glücklich zu bleiben. Okay, der Schaden geht jetzt. Das kann man machen. So. 65, ja, dauert. Dann kann man Angkor Wat noch ein bisschen nachholen. Vielleicht kriegen wir die Stadt wirklich noch konvertiert. So. 320 Gold kostet das jetzt. Na gut, das kann ich mir nicht leisten. Kommst hier ran, dann können wir schon einmal draufhauen. Wow. Ich würde gern auf die Stadt schießen. Aber das geht hier nicht. Das sind alles keine Hügel. Das ist super nervig. Versuchen wir mal unser Glück mit der Konvertierung. Und vielleicht auch hier mit der Umzingelung. So. Lahore. Alles klar. Passagade. Die Bibliothek fertig. Bauen wir vielleicht hier auch ein Trebuchet, dann sparen wir uns hier eins. Ich möchte gerne zwei haben. Das ist nämlich auch ein weiterer Boost. Ja, okay, das war meine Heavy Chariot. Schade dafür. Hit und Hit und Hit und Hit. Ich will meinen Ritter ungern verlieren.
Ich riskiere es. Ich einmal auf. Du kommst ran. Du hättest dort einmal. Okay. Nächstes Mal darf ich es nicht vergessen. Erst konvertieren. Erst konvertieren. Erst konvertieren. Ich kann die Mauern kaputt machen. Gut, dann machen wir das. Das Feuer wird spreaden. Na gut. Bewegen wir uns mal einen Schritt zur Seite. Fern hier den Regenwald. Du machst dort weiter. Du machst dort weiter. Wir können die Grenze hier mal verschieben. Von unseren Inquisitoren. So. Markt ist fertig. Dann hol dir mal Kornspeicher und Monument. Und bau mir danach vielleicht ein Encampment. Mal sehen. Vielleicht wachse erstmal. Das Feld können wir uns nächste Runde kaufen. Jabbel über Karl. Und wir haben Mittler verloren. Okay. Gut. Mittler möchte ich zurückhaben. Das gibt uns tatsächlich einiges. So, dann. Du musst irgendwie dich heilen. Major Defeat. Gut, versuchen wir es erstmal mit der Konvertierung. Wir sind schon bei 4. Wie kriege ich es jetzt hin, dass wir kein Leben verlieren? So. Der wird da nicht durchkommen. Wir müssen jetzt hier die Einheit beschützen, ne? Okay, so funktioniert's. Und du kannst einmal angreifen. So, du ziehst hier rüber. Eine Mine. Fantastisch. Noch ein Zeitalterpunkt. Ich investiere jetzt mal das Gold. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Feuer dann hier hinspreadet und meine Einheit tötet. Deswegen werde ich das mal lassen. Mine für diese Stadt. Okay. 6 Runden für 11 Zeitalterpunkte, um in Normales zu kommen. Huiuiui. Aber das ist wichtig. So, da ist die Vine Ride. Okay, das sind nochmal Zeitalterpunkte. Wir holen uns die Monarchie. 2 Zeitalterpunkte dafür. Das heißt, Merchant Confederation kann da rein. Oligarchisches Vermächtnis kommt hier rein. Und dann nehmen wir noch Caravanseries für noch mehr Gold. Dann. Gut, dann warte ich hier mal auf. Ich kann natürlich auch plündern, ne? Du ziehst mal hierhin, du ziehst dorthin. Du hast eine Förderung. Wir haben bei Peter. Viel kann ich nicht machen. Hier können wir ein bisschen Sachen reparieren. Dann konvertieren wir diese Stadt. Das sind nochmal 3 Zeitalterpunkte. Können wir vielleicht zu verschieben. Jetzt hier noch mit Steinbruch. Hat ein weiteres gutes Feld. Okay, das Feuer hat nicht gespreadet. Auch interessant. Ich dachte immer, es spreadet. So, Chesson. Special Session. Ach, come on. Die Khmer haben angefangen. Das ist jetzt unfair, wenn die Welt gegen uns ist. Naja, gut. Schade. Damit ist Christina und Basel mit uns im Krieg. Cool. Immerhin haben wir den religiösen Notfall gewonnen.
Oh, und jetzt bin ich mit der halben Welt im Krieg. Oh Gott. Na gut. Mauern. 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 Basel ist ja auch wieder mit so einem Krieg. Scherz und haben kommentiert, ne? Dann können wir da hier das entfernen. Immer noch Buddhismus. Na gut. Piero de Bardi, das ist cool. So, einmal auf den Domrei. Es geht um diese Stadt. Das heißt, sie werden dahin alle wollen. Und wir können Amkatum beballern. Jetzt ist echt viel passiert. So, wir können uns einen Apostel leisten. Ja. 430. Dann können wir Montezuma unsere Luxusressource verkaufen. Monty. Kann man dich hier in den Krieg mit reinkriegen? Join ongoing war gegen Basel zum Beispiel. Ja, hast du Bock drauf? Dann nehmen wir mal das nicht. Einen weiteren kannst du nicht rein. Na gut. Das wird Basel vielleicht ein bisschen aufhalten. Vielleicht können wir mit dem Scout einmal noch plündern. So. Welche Stadt ist denn das? Mahendra Pavarta. Dann holen wir uns doch hier mal Baracken. Gunpowder kann weg. Nehmen wir Castles stattdessen. Du brauchst noch Zeit, um dich zu bewegen. Joa. Vielleicht kannst du dich hier. Kannst du hier resten? Und du hier drüben. Piero de Bardi. Ein Gesandter und 200 Gold. Gut. Zwei Gesandten kann ich nichts anfangen. Doch, ich kann Gazza Garmo hier aus Christinas Fittichen entfernen. Schon mal wichtig. Die haben ja schon mal eine Stadt von uns zerstört. Hier die Nahrung entfernen. 579 Gold. Na, ich behalte das Gold mal, falls irgendwo eine Einheit auftaucht, die wir schnell besiegen müssen. Kilvakisvani wurde gebaut. Nein, der Missionar wurde gekillt, weil der Domri erschienen ist. Nee. Na, ich glaube, wir kriegen ihn klein. Aber das macht, glaube ich, das Play hier kaputt. Na gut. Ich würde gerne noch plündern. Geben wir uns mal in Position, die drei Minen zu plündern. Und vielleicht noch hier das. Ja, ich denke, das passt noch. Du kannst dich ausheilen. Dann reparieren wir das. Dann können wir Monty das auch noch verkaufen. 11 Gold pro Runde, fantastisch. Wir haben ja nochmal den Regenwald. Gut, dieser Apostel. Würde gern evangelisieren. Wie viel brauchen wir denn noch? Ach, das weiß ich nicht, ob das reicht. Okay, du kannst hier mal erstmal Orator holen und dann versuchen wir doch noch Angkor Thom zu konvertieren. Vielleicht klappt's ja. Der Inquisitor bleibt dort. Ja, kann sein, dass Örebro fällt, aber. Und die Stadt habe ich eh nicht so viel investiert. Ich lasse das, glaube ich, mal. Gut, so. Ist die Raid-Karte drin? Yes. Das heißt Gold und Gold und Gold und Kultur. Also sehr schön, da ist Guilds. Gilden auch genannt. Oh, und wir kriegen Angkor Thom konvertiert. Plus 4 Zeitalterpunkte. Yes. Das hat doch gerockt. Okay, dann glaube ich, kriegen wir das hin, wenn wir evangelisieren.
könnte hier noch für Glauben plündern, damit wir vielleicht noch einen zweiten Apostel. Ne, kriegen wir nicht mehr raus. Okay, dann war das ein falscher Move. Ne. Naja, nächste Runde. Oh, shit. Ich glaube, ich krieg's nicht ganz hin. So, du kriegst noch Garrison. Ich glaube, das klappt nicht ganz mit dem Zeitalter. Mit dem Goldenen. Naja. Ah, ich kann noch gar nicht ins Wasser. Fällt mir gerade auf. Machen wir das vielleicht mal. Sailing. Nächstes Gebäude wäre möglich. Oder wir bauen das Trimoschee zu Ende. Gut. Der nächste Glaube. Ja, ich finde Stupa ist immer ganz gut, damit unsere Städte halbwegs glücklich sind. Und dann holen wir uns hier Laying on Hands, damit unsere Einheiten heilen in Moksha-Städten. Tja. Er will Frieden machen. Alhambra, okay. Dann kann ich hier nochmal plündern. 151 Kultur. Aber sonst können wir nicht viel machen. Wir können auch nur den Missionar uns holen. Ja, dann würde ich sagen, attackieren wir. Wer kann denn Beförderung bekommen? Niemand wirklich. Oder? Ne. Dann müssen wir den Dritter das machen. Und haben hier Ankorturm. Gut. Ich denke, mit der Religion, das wird sich noch ergeben. Cherson können wir angreifen. Das Trebuchet holt sich erstmal beim Training. Sehr gut. 91 diplomatische Gunst, die können wir dann nochmal loswerden. Dann bauen wir hier doch eine Stupa. Bauen hier eine Stupa. Reparieren hier unseren Kram. Campment. Na gut, vielleicht müssen wir gleich dann doch zum Konvertieren nutzen. Ihr sollt euch mal heilen. Tja, und dann ist die Frage, was unser nächstes Ziel ist. Wahrscheinlich hier die Byzantiner. Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Oder wir holen uns Schweden. Schweden ist natürlich technologisch ein bisschen weiter voraus noch. Ich glaube, wir gehen Richtung Schweden. Wir können die Städte hier relativ gut verteidigen. Ich glaube, das passt dann, wenn wir Richtung Schweden gehen, besser. Da können wir die Erde uns holen. Du holst den Matterhorn. Dann holen wir uns da noch was. 1500 Gold habe ich. Tja. Händler nicht, ja? Oder bauen wir den gerade? Nee, den bauen wir nicht. Krieg Ankorturm mal einen Händler. Und ja, wir machen eine Runde weiter, ne? 3 Zeitalterpunkte. Oder kriege ich die noch irgendwie? Ich könnte mir hier eine Galeere holen. Und da ist das goldene Zeitalter. Yes! Eine absolut unnütze Galeere. Aber ja, ich denke, es ist okay. Fürs goldene Zeitalter passt das. Das Gute an dem Krieg ist, dass wir jetzt relativ einfach Basel abhalten können. Das Reformed Church. Möchte ich Reformed Church? Plus 4 Combatsion in a non-religious unit fights a civilization. Das sollten wir nehmen. Ich glaube nicht, dass wir unsere Regierungsform ändern. Wars of Religion kommt rein, Pillages kommen rein.
Ja, heißt einfach, dass wir plus 4 Kampfstärke haben nochmal. Wie man. Ah ja, auch nur gegen Einheit natürlich, aber. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann zieh du mal vielleicht dorthin, du dorthin. Da haben wir die Stadt jetzt umstellt. Wir sind in einem goldenen Zeitalter. Oh, Basil ist in einem heroischen. Eieiei. Okay, dann wird es eh schwer, hier seine Städte zu flippen. Ich denke, ich hole mir nochmal Exodus. Damit wir Christina konvertieren können. Sie hat. Sie ist Eastern Ostorthodoxisch. Okay. Angkor Thom, da müssen wir wahrscheinlich einmal anpassen. Nee. Das reicht nicht. Da kommen ganz viele Einheiten. Schauen wir doch mal. Den Ritter würde ich gerne nutzen. Dann weiteres Peter-Vorkommen da oben. Und dann ziehen wir mal in Richtung Christina. Battering Ram müssen wir definitiv mitbringen. Der Man-at-Arms kann sich noch heilen. Auch hier mit der Hauptstadt. Ja, ich glaube, einmal kann ich angreifen für die Beförderung. Sehr schön. Hunza möchte konvertiert werden. Mittler möchte eine Handelsroute. Gasagame aus diplomatisch Viertel und Jerusalem eine Handelsroute. Okay. Alle wollen Handelsrouten. Scheinbar, wenn wir eher auf interne Handelsrouten gehen wollen, aber naja. So. Dann das nächste wahrscheinlich Nationalismus. Ja. Das Trebuchet hat Alpine bekommen. So, die Galeere, super nützlich. Vielleicht lösche ich die auch gleich. Ja, haha. So, was machen wir hier? Vielleicht nehme ich jetzt mal mein Gold in die Hand und baue hier den Handelsbezirk. Und ja, Yavaman bekommt jetzt mal Frieden. Okay, jetzt will er keinen Frieden mehr, alles klar. Ist die Frage, ob wir einen Loyalitätsdruck auf ihn ausüben. We'll see. Ah, ich könnte, glaube ich, noch ein bisschen Bernstein verkaufen. Ach nee, wir haben, glaube ich, schon zwei Bernstein. So, da ist Castles. Pipeline haben wir schon. Aufgrund des Wunders. Dann können wir hier einmal angreifen. Du holst den Matterhorn. Ah, verteidigen wir mit dem Trebuchet. Obwohl, ich krieg die Einheit hier tot. Okay, gut. Oh, ich krieg sie nicht tot. Och, komm. Spiel, was soll das? Zwei Runden, dann flippt die Stadt eh. Aber dann flippt sie nicht zu uns. Ne? Wir wollen die Stadt so einnehmen. Siege Tactics können wir uns holen. So, mit diesem Handwerker. Ach. Wohnraum ist nicht wirklich da. Ich glaube, wenn ich hier den Regenwald entferne und dort eine Mine baue. Du ziehst hier rüber. Du ebenso. Battering Ram hinterher. Der Missionar. Tja, der kann nicht so viel machen. Schauen wir mal, ob er in unser Land kommt. Gut, und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Vielleicht warte ich noch mit einem Gouverneurstitel mit Moksha, dann, oder zwei. Lohnt sich das? Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir holen uns einfach hier einen Apostel. 460. Und gucken mal, was hier drüben in Schweden so geht. Das ist nämlich auch gut, um Zeitalterpunkte zu bekommen. Ansonsten, ja, der Handwerker, naja, der kann da nochmal reparieren und dann sollten wir hier auch die drei Diamantenminen reparieren. Wir werden sehen. Und ja, ich bin durchaus zufrieden. Wir haben jetzt die Khmer fast eingenommen. Ich denke, nächste Runde wird Cherson fallen. Und hier unten, ja, die eine Stadt,
Ah, nee, er hat jetzt zwei Städte. Na gut, vielleicht müssen wir da nochmal schauen, was da unten geht. Aber eigentlich möchte ich Frieden mit ihm schließen, da wir uns jetzt um wichtigere Probleme kümmern müssen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Flo. Tschüss.